Mit 10 Jahren hatte ich den Wunsch, Bildhauer zu werden. Natürlich bin ich auch familienbedingt. Vater war Steinmetzen-Bildhauer und der Opa. Und der Uropa auch, der hat auch in so einem Steinbruch wie hier gearbeitet. Da kam der Wunsch zur Bildhauerei. Und dann hatte ich ein Praktikum in der Schule, in der 8. Klasse gemacht, bei einem Bildhauer in Frankfurt. Und da habe ich total Spaß dran gehabt. Und die haben auch gesagt, ich hätte Talent, ich soll das lernen. Wie ich 16 war, bin ich an die Lehre gegangen, meinem Steinmetz und Steinbildhauer. Mein Gesellestück war eine ganz realistische Arbeit, eine Hand, die durchbricht. Aber sehr früh schon habe ich beim Zeichnen immer wieder starke Reduktion gemacht. Auch meine frühen Arbeiten sind stark reduziert und die menschliche Figur spielt immer irgendwo eine Rolle. Für das Kindergartenprojekt in Dahlheim die Stätte hieß Himmelszelt und irgendwie habe ich das gleich mit dem Evangelium in Verbindung gebracht und mir ist so die Geschichte eingefallen von Jesus, der gesagt hat, lass die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn ich will sie segnen. Und das war so der Aufhänger für mich, in die Skizze zu gehen. Vor Ort sah die Situation so aus, dass im vorderen Bereich der Spielplatz und ein ganz langer Weg, ich glaube 50 Meter lang. Und da kam mir die Idee, vorne so eben die eine empfangende Skulptur zu machen, jemand, der ein Kind empfängt. Und dann die Bodenplatte so zu gestalten, dass sie in dem Rhythmus der Platten wie eine Schwingung ergibt. Dass die Kinder sozusagen so ein Hüpfspiel machen, um nach vorne zum Eingang zu gehen. Und auf dem Weg dahin eben noch so ein Ruhepol, Hocker, kubische Steinhocker mit Reliefs dargestellt, Symbole, wo Kinder miteinander spielen, wo sie Freude haben, die in einer reduzierten Weise als Relief auf die Würfel gehauen. Die Werkzeuge, die schmiede ich mir selbst. Da kann ich schön die Härte bestimmen und auch die Spitze, je nach Steinart. Manche Sandsteine sind härter, manche sind weicher. Und mit der Härtung und der Form der Spitze kann ich dann genau auf mein Material das Werkzeug schmieden. Thank you.
das darstellt, ist jemand, der ein Kind empfängt. Die kniende Person, die dieses auch auf Augenhöhe mit dem Kind sich begibt und sie aufnimmt, empfängt. Beim Reingehe ist mehr die große Person im Vordergrund und das Kind ein bisschen im Hintergrund so als aufnehmender Ausdruck. Und beim Rausgehen steht die Figur, das Kind im Vordergrund und der große Mensch im Hintergrund. So als Stärkung, so sage ich, komm, ich empfange dich, du bist herzlich willkommen. Und beim Rausgehen, das Verabschieden, die Stärkung der Selbstständigkeit des Kindes.